Da bin ich wieder. Und zwar zu der vierten Lektion, Reinigung und Kanal aufbauen. Das heißt, wir werden heute erst einmal üben, zu channeln. Und wenn ihr die Übung gemacht habt, euch zu erden und euch mit dem Himmel zu verbinden und auch die Intuition ein bisschen zu schulen, dann können wir die ersten Versuche starten. Und das nächste Mal können wir dann mal schauen, wie weit das von hohen Ebenen ist. Da gibt es dann einige Kriterien, wo wir dann schauen können. Also lasst euch mal drauf ein. Das erste wäre jetzt, was ich auch immer wieder mache, ist erstmal den Raum reinigen, in dem ich bin. Das geht geistig, wenn ihr das mögt. Aber ihr könnt auch den Raum räuchern und dazu beten, lüften. Man kann auch den Raum so ausklatschen. Also man fühlt, wenn so Energien dicht sind, dann fühlt sich das so hohl an. Könnt ihr auch austesten. Also Möglichkeiten gibt es ganz viele. Könnt ihr euch auch vielleicht woanders umschauen und auch das wählen, was euch am meisten gefällt oder was euch zusagt oder was euch anspricht, ne, was für euch richtig ist. Und dann das nächste wäre ja den eigenen Körper reinigen auch. Und da kann man wirklich auch geistig arbeiten, dass man sich selber vielleicht also sich vorstellt, wie man sich reinigt. Gut ist einfach auch, sich zu schütteln, eine Musik dazu anmachen, tolle Schüttelmusik, das alles aus dem Körper ausvibrieren, rausschütteln und sich vorstellen, dass man alle Gedanken sich rausholt aus dem Hals, alles, was vielleicht nicht gesprochen wurde, den dicken Kloß rausholen, von den Schultern die Schwere runterholen, aus dem Herzen den Druck vielleicht oder die Schwere, was vielleicht auf der Brust noch liegt oder was es so schwer macht, dass das sich lösen kann. Und stellt euch das einfach vor, das hilft wirklich auch, sich alles loszulassen, was noch belastend ist, was vielleicht noch auf den Hüften als Pakete liegt und was vielleicht auch die Füße, die Oberschenkel noch, also sich vorstellen, das abzustreifen, loszulassen, loszuschütteln, loszuwerden und gerade die Fußgelenke, wo die Lebensfreude drin hängt, dass die auch locker sind, sich lösen. Und wenn ihr einen Partner habt, kann er euch die hintere Seite, den Rücken auch ein bisschen ausstreichen. Ihr könnt euch auch selber um euch räuchern, schön mit Weihrauch oder was ihr wollt, dass ihr schön rein seid. Es gibt so viele Möglichkeiten und es geht alles auch geistig. Ihr braucht wirklich nichts an Mitteln zu haben. Je weiter fortgeschrittener, umso mehr könnt ihr wirklich nur geistig arbeiten. Und wenn ihr noch am Anfang seid, dann hilft auch immer auch ein Hilfsmittel. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles mit dem Kopf machen. Dann kann man auch ein Hilfsmittel sich nehmen und sich reinigen. Ja, und dann geht es ja dann weiter. Also was wir jetzt dann auch machen, ist unseren Kanal halt zum Channeln vorbereiten und so weit reinigen, wie es irgendwie geht auch. Also putzen, so wie mit dieser Klobürste, wir irgendwie ein Rohr reinigen oder ne, dass wir allen Dreck wegputzen. Umso besser kann natürlich das fließen, da durchfließen, was durchkommen möchte. So könnt ihr euch das einfach vorstellen. Und so die erste Übung, die ich gerne mache, so um den Kanal zu reinigen, die könnt ihr mal gleich mitmachen. Also die geht folgendermaßen. Ist gut immer, wenn ihr euch hinsetzt und euch gerade aufrecht setzt. Und also der Kanal zum Channeln, der geht ja, sage ich mal, jetzt hier übers Kronenchakra und dann mitten durch den Körper. Mitten durch und dann bis in den Boden und dann von dem Boden wieder hinauf. Und toll ist das natürlich auch im Stehen, das zu fühlen. Also gibt es auch eine Menge Übungen, aber wir werden jetzt mal eine
machen, die den Kanal jetzt wirklich putzt auch. Also so wie wirklich mit dieser Bürste, könnt ihr euch das wirklich vorstellen. Und wir fangen an im Steißbein, also da, wo der Kanal anfängt, könnt ihr euch so die Stelle vorstellen. Und so, als wenn eine Energie oder wie so ein warmer Wasserstrahl ist das, der das reinigt. Und das geht praktisch, wenn ihr jetzt die Bürste habt, dann könnt ihr euch das so vorstellen, der windet sich um die Wirbelsäule so rum und putzt. Und ihr könnt den sogar fühlen und wahrnehmen. Also das ist so erstmal die erste Reinigung, mal jetzt alles Grobe mal so ein bisschen rauszuwaschen. Also lasst euch mal darauf ein. Ihr könnt die Augen schließen, euch auf eure Füße konzentrieren, dass ihr so die Verbindung zur Erde habt. Ein- und ausatmen, und zwar, wenn es geht, senkrecht, also von oben nach unten, von unten nach oben, immer wieder. Und dann fängt ihr an zu visualisieren, dass sich an eurem Steißbein ein warmer Wasserstrahl anfängt, sich zu bewegen. Und er dreht sich also meistens, also bei mir erstmal von rechts nach links, aber es kann auch andersrum sein, also lasst euch einfach mal drauf ein und fühlt mal, wie sich das so dreht. Das ist wie so ein Lichtstrahl, aber man kann sich das vielleicht auch gut vorstellen, als wenn da so, ja, so was Warmes um sich drum herum dreht und sich drum windet, also wie im Kreis, und das steigt langsam hoch. Und ich warte jetzt auch, also für die, die zuschauen und die in Zukunft zuschauen, alle, dass ich alle mitnehme und schaue, wo es am meisten hakt oder wo es am meisten der Reinigung bedarf. Könnt ihr euch vorstellen, dass das dieses göttliche Licht oder dieser warme Wasserstrahl sich immer wieder so im Kreis windet. Also der ist jetzt im Steißbein und dreht sich dort und reinigt jetzt erstmal. Ja, der bleibt jetzt im Moment erstmal nach unten und kann sein, dass das jetzt dauert, wenn jetzt viele auch später noch schauen werden, dass ich die auch mitnehme. Ja, jetzt dreht sich das. Und ihr selber könnt das auch mit wahrnehmen, euch da hineinfühlen. Ist noch nicht ganz an der Lendenwirbelsäule angekommen, dreht sich. Und mit diesem Licht oder mit diesem warmen Wasserstrahl reinigt das und putzt das wirklich den Kanal. Ja, jetzt ist es an der Lendenwirbelsäule. Und immer wenn ihr erlaubt, dass die Reinigung bei euch geschieht, geschieht es auch. Es liegt immer an eurem Willen, an eurer Intention. Und lasst den Wasserstrahl höher steigen, lasst ihn sich drehen. Bei manchen braucht es einfach länger, bei den anderen geht es schneller. Ich werde warten, bis es so der Großteil da mitkommt. Jetzt fängt es so an der Brustwirbelsäule, kann ich das wahrnehmen. Wenn das jetzt hier bei mir vibriert, dann macht euch keine Gedanken. Das ist einfach nur die Energie, die durch mich strömt und die ich da einfach weitergebe, auch die ihr auch aufnehmen könnt, damit es sich bei euch reinigt. Jetzt kommt es langsam zum unteren Herzbereich. Und ihr seid einfach mit der Aufmerksamkeit dabei, wie der Strahl sich immer wieder im Kreis windet
und reinigt. Ja, es ist, hält einfach an am unteren Herzbereich und da will es wahrscheinlich einiges gereinigt werden. Geht wahrscheinlich vielen so. Erlaubt mal einfach, dass es da sich immer wieder um die Wirbelsäule windet und das, was gereinigt werden kann, was abfließen darf, dass das gereinigt wird auch. Das ist ganz vieles, was sich lösen darf auch. Kommen die dicken Blockaden. Und wenn ihr jetzt hier dabei seid, dann erlaubt euch das zu fühlen auch. Umso leichter löst sich das auch. Vergesst das Atmen nicht, denn genau der Atem hilft, dass das Gefühl sich ausweiten kann, dass es da sein darf. Ja, der Herzbereich ist wirklich eine Menge, was da gereinigt werden will. Ist so, als wenn da so ein Panzer drum liegt oder wirklich so eine harte Schale, die aufgeweicht werden will. Ja, es wird jetzt schon ein wenig weicher. Ist auch jetzt vielleicht an der oberen Brustwirbelsäule, wobei mit dem ganzen Teil ist der ganze Bereich noch verhärtet. Aber alles kriegen wir auf einmal sowieso nicht gereinigt, aber so viel wie möglich ist. Was möglich ist, darf sich auflösen. Ja, ich glaube, mit einem Mal schaffen wir das alle nicht. Ich erlaube mal dem Strahl, dass er höher geht. Einfach, ihr müsst euch das wahrscheinlich öfter auch anschauen, bei wem wirklich die Blockade im Herzen sehr stark ist, weil ich komme jetzt mit diesem einen Mal hier nicht durch. Okay, dann geht's jetzt einfach weiter zum Halsbereich, zu der Halswirbelsäule. Da sind auch eine Menge Blockaden. Einfach was vieles nicht gesagt werden konnte, nicht gesagt werden durfte. Erlaubt mal, dass die Energie das reinigt, sich immer wieder im Kreis dreht. Und vielleicht könnt ihr wahrnehmen, so wenn die Energie an der Halswirbelsäule ist, wenn ihr dem folgen könnt, dass ihr so bis zu dem letzten Halswirbel, bis zu dem Atlas kommt und euch vorstellt, dass ihr den so ein bisschen anhebt, also dass der sich so anheben kann durch den Wasserstrahl, dass er wie in der Luft schwebt
Ja. Und dann könnt ihr vielleicht auch schauen, dass der Kopf so leichter beweglich ist, dass der Atlas sich so ein Stück reguliert, auch dadurch ganz langsam, nur vorsichtig langsam bewegen. Nur weil der ist oft, ist da eine Fehlstellung und blockiert einfach die Energie, dass die nach oben fließen kann. Ne? Und wenn ihr das öfter macht, umso leichter oder durchgängiger wird die Geschichte. Und dann erlaubt man, dass die Energie so durch den Kopf weitergeht. Also wenn der Wasserstrahl da immer wieder im Kreis so weitergeht, bis er hier oben am Kopf, also am Kronenchakra hier oben rauskommt. Und dann wie so ein Wasserfall hier an euch runterfällt, euch komplett reinigt. Und der Wasserstrahl geht auch durch den Körper durch, ne? Also durch überall, sprudelt hier oben aus dem Kopf heraus und reinigt euch den ganzen Körper. Fließt einfach immer herunter. Das ist wie so ein Springbrunnen, der da runterkommt und reinigt. Ja. Und lasst es laufen und laufen. Und dann kann man diese Übung natürlich noch mal wiederholen, dass man wieder anfängt, im Steißbein die Energie wieder. Das machen wir vielleicht kurz noch einen zweiten Durchgang. Und dann könnt ihr das selber euch des Öfteren noch mal anhören. Also fangt noch mal an im Steißbein, dass sich die Energie dort um die Wirbelsäule windet. Und nochmal reinigt diesen warmen Wasserstrahl mit diesem Lichtstrahl, mit dieser wunderbaren Energie. Und lasst das mal ziemlich zügig jetzt ja nochmal aufsteigen. Am Herz hakelt das wieder. Also da braucht es einfach noch ein bisschen. Aber einiges ist schon leichter, schon beim zweiten Durchgang. So. Na, jetzt ist es im Herzbereich, jetzt geht es in den Hals nochmal. Fühlt nochmal hier, wie der Wasserstrahl nochmal hier den letzten Wirbel hochhebt, den Atlas, damit sich das lockert auch. Und lässt es wieder hier herausfließen und nochmal wieder euch noch mal durchspülen auch. Wie so ein warmer Regen, aber ein leuchtender Regen. Also das ist so wie so ein Glitzern ist das. Wunderschön. Und erlaubt, dass alles mit rausgewaschen werden kann, rausgespült werden kann, was in euren Zellen ist. Dass es einfach in die Erde ablaufen kann, euch reinigt, durchflutet. Jetzt wird es langsam weniger. Das ist so wie so ein glitzerndes Wasser, was so leuchtet und strahlt. Könnt euch vielleicht so vorstellen, wenn die Sonne aufs Wasser spiegelt und ihr seht das so glitzern. So schaut das aus. Und das fließt euch an euch herunter und reinigt alles. Ja, das ist so die Reinigung des Kanals. Das ist so, wie ich es einfach ja, von der geistigen Welt gezeigt bekommen habe, wie ich den Kanal reinigen kann. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt zu der Zeit geht es vielleicht auch bei vielen schneller, die schon den Kanal gereinigt haben oder so. Die brauchen das vielleicht nicht mehr oder nur einmal kurz durchfließen lassen oder so. Es ist einfach jetzt meine Version oder meine Idee. Ne? Nimmt das nicht als etwas, was sein muss oder so, sondern ja, als Anregung. So.
Und dann ist es einfach jetzt so, dass durch die vielen Zeiten oder durch viele, ja, durch unser Leben jetzt auch die Kanäle, sag ich mal, zum Channeln auch, ja, verstopft sind oder nicht mehr ganz durchgängig, weil sie einfach auch nicht benutzt wurden. Das ist genauso wie wenn man eine Straße nicht benutzt oder einen Weg, dann verwildert der und wächst Gras drüber und man kann ihn nicht mehr erkennen. So könnt ihr euch das auch vorstellen, ist das auch in unserem Gehirn. Also diese ganzen Verbindungen sind einfach ja, lange nicht benutzt worden, wenn ihr lange diese nicht geschannelt habt oder diese Verbindung nicht genutzt habe. Und dazu würde ich gerne euch eine kurze Meditation vorlesen, die ich geschannelt bekommen habe, durchgegeben bekommen habe von meinem höheren Selbst. Die ist hier in meinem Buch Nach Hause telefonieren auch drinne. Und lasst euch vielleicht mal darauf ein. Ich lese hier einfach vor, dass die Kanäle zum Channeln wieder aktiviert werden und das Wichtige, dass sie wieder auch mit dem Herzen verbunden werden. Und wenn ihr mögt, dann, ja, dann schließt noch mal die Augen und lasst euch mal darauf ein. Atmet noch mal in den Boden. Senkrechte Atmung. Könnt auch Energie von der Erde wieder euch zu euch holen. Zum Himmel atmen. Die Energie vom Himmel zu euch holen. In die Erde atmen. Von der Erde wieder Energie in euch aufnehmen. Nach oben atmen. Und jetzt kommt das Channeling Hohes Selbst. Meine Lieben, die Fähigkeit, mit euren höheren Ebenen zu kommunizieren, habt ihr alle. Ihr habt sie nur lange aus verschiedenen Gründen nicht genutzt. Oftmals seid ihr für eure geistige Verbindung als Hochstapler verurteilt worden. Durch die Verurteilung hat man euch klein gemacht, denn so groß, wie ihr wart, habt ihr nicht in das System der Unterordnung gepasst. Jetzt, da ihr bereit seid, diese Fähigkeiten wieder zu ergreifen und zu nutzen, ist es unabdingbar, dass ihr in der besten Absicht und in Verbindung mit eurem Herzen dies tut. Das bedeutet, dass ihr jetzt darum bitten dürft, dass eure Kanäle wieder mit eurem Herzen verbunden werden. Dies ist eine Einweihung aus der göttlichen Urquelle, die euch daran erinnert, dass ihr die Liebe Gottes in euch tragt. Fühlt jetzt diese neue Verbindung und gebt euer Versprechen ab, eure Fähigkeiten ausschließlich zum höchsten Wohle aller zu nutzen. Und vielleicht mögt ihr das laut nochmal wiederholen. Ich verspreche, die Fähigkeit des Channelns ausschließlich zum höchsten Wohle aller zu nutzen. So sei es, so sei es und so sei es. Ja, danke für euer Versprechen, für alle, die sich darauf einlassen, diese Fähigkeit wieder in euch zu aktivieren. Ich habe ja gesagt, wir werden heute probieren, das erste Channeling zu machen. Und da würde ich euch einladen, dass ihr euch ein Stück Papier holt, damit das einfach nicht verloren geht. Ihr könnt es auch auf euer Handy sprechen, das wäre auch eine Möglichkeit. Geht beides. Und das
erste ist immer die Intention oder auch die Fragestellung. Also die geistige Welt sagt mir immer, stell eine konkrete Frage, dann bekommst du auch eine konkrete Antwort. Wenn du jetzt irgendwie nur so was Schwammiges wissen willst, dann bekommt man auch nur was Allgemeines zu hören, und das ist ja einfach schade. Also es geht auch um die Schulung, sich auszurichten auf was man will, das ist total wichtig. Also ja, nimm die erste Frage, die dir spontan einfällt, und ja, schreib sie dir auf oder sprich sie dir auf. Und dann führe ich euch einfach mal durch einen Weg, wie ihr channelt. Das ist jetzt auch, sag ich mal, für Anfänger gedacht oder so. Bei mir geht es jetzt so mit einem Klick, dass ich das ganze Programm irgendwie aktiviere. Aber zum Lernen ist das einfach so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und es kann auch sein, dass, ja, dass jeder das irgendwie anders macht. Das ist jetzt kein Allgemeinmittel oder so. Es wird nachher später auch vielleicht auch immer leichter gehen oder so. Aber könnt es als Rahmen nehmen, um euch da einzulassen. Und ich habe jetzt so die Reihenfolge im Buch genommen, dass ich jetzt erstmal anfange, meine Aura erstmal zu versiegeln, sodass nichts Negatives dort reinkommen kann. Der Raum ist ja jetzt, sag ich mal, gereinigt. Das hatten wir ja am Anfang. Der Körper ist gereinigt, der Kanal ist gereinigt. Und jetzt mache ich einen Schutz um meine Aura, dass ich mir das so vorstelle. Und es geht darum, dass ich meine persönlichen Gedanken und Gefühle, sage ich immer gerne, dass ich die den Engeln gebe, dass die so lange auf die aufpassen. Und erlaube ich nur den höchsten Weisheits-, Liebes- und Heilenergien durch mich zu fließen. Und ich bitte einen Torhüter über meinem Kanal. Das ist bei mir der Erzengel Michael. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass euer Schutzengel da sitzt oder ja, vielleicht ein Geistführer oder eine andere Wesenheit. Zuerst machen wir ja auch, dass wir das eigene hohe Selbst channeln. Da braucht ihr auch keine Angst haben, dass da irgendwie eine fremde Energie in den Kanal kommt. Und ihr channelt nur zum höchsten Wohle aller und das, was dem göttlichen Willen entspricht in euch. Und dann seid ihr erstmal mit der Erde verbunden, dass ihr die Erde fühlt, dass ihr mit der Erde Kontakt habt, ganz tief, lasst euch mal darauf ein. Ich gehe mit euch noch mal hinunter. Bis ich so sehe, dass Kollektiv, das Größte ist, ganz verbunden jetzt wieder mit dieser Urvertrauen, mit der Erde. Braucht noch ein bisschen. Ja, und jetzt gehen wir mit unserem Bewusstsein nach oben, dass wir den Kanal so aufbauen. Und da könnt ihr euch vorstellen, so hoch, wie ihr euch das überhaupt vorstellen könnt, dass ihr nach oben geht. Also über dem Kronenchakra rein sich nochmal so eine Chakra-Reihe ganz nach oben bis zur Urzentralsonne, also so weit wie möglich. So, dass ihr diese Verbindung habt. Ganz weit zum Himmel und ganz tief zur Erde. Ihr seid jetzt Mittler zwischen Himmel und Erde. Und ihr dürft jetzt eure Frage
noch mal formulieren. Und dann erlaubt einfach das fließen zu lassen, was kommt. Und nicht nachdenken, das erste Spontane, was kommt. Wenn euch nichts einfällt, dann fühlt mal in euch rein, ob ihr da irgendwie im Körper was fühlt. Und nehmt das als erstes und dann lasst es einfach durch euch laufen. Sprecht es einfach runter oder schreibt es runter. Und wir üben ja erst. Also habt keinen Anspruch auf richtig oder auf perfekt, sondern lasst es einfach laufen. Ich lasse euch dazu einen Moment bei euch in der Stille. Ja, ihr könnt gerne das Video anhalten und vielleicht noch weiterschreiben, wenn ihr wollt. Energie hat jetzt eben so angehalten, sodass die meisten, denke ich mal, fertig sind. Und das dürft ihr immer wiederholen und nehmt einfache Fragen und probiert jeden Tag, also übt es jeden Tag. Ich habe das am Anfang mindestens ein Jahr lang immer wieder geübt und habe immer geglaubt, ich kann das nicht und habe immer wunderbare Antworten bekommen, bis irgendwann die geistige Welt gesagt hat, mein liebes Kind, du willst doch nur wissen, ob du channeln kannst. Ja, und dann habe ich es dann irgendwann auch wirklich geglaubt und habe vertraut. Und so könnt ihr das auch. Und wisset, je mehr ihr euch darauf einlasst und je mehr ihr vertraut und je mehr ihr die Kanäle wieder nutzt und wieder übt, umso eher kann es auch wiederkommen. Bei manchen kann es spontan wieder zurückkehren, die Fähigkeit. Bei manchen braucht es einfach mehr Übung. Das ist einfach wie bei allen Fähigkeiten, ob es Klavierspielen ist oder singen oder malen oder sonst irgendwas. Ich möchte mich jetzt noch zum Schluss von diesem Kapitel darauf einlassen, selber euch ein paar Worte zukommen zu lassen, die für euch alle ja gelten. Und so frage ich einfach mein höheres Selbst, was es vielleicht für euch noch für eine Botschaft hat, dass es euch leichter fällt zu channeln. Meine Lieben, erinnert euch und erlaubt euch, in euch einzutauchen, denn vor ewigen Zeiten habt ihr alle diese Fähigkeit besessen und konntet sehr gut damit umgehen. Und dies wird wieder erinnert. Ihr könnt darauf vertrauen, ihr könnt euch darauf einlassen, dass ihr demnächst ohne Worte
Und mit Dingen, mit Pflanzen, mit Tieren, mit Menschen euch verbinden könnt. Das Wichtigste ist das Vertrauen. So ist es. Ja, und also danke ich euch allen, die ihr hier mitgemacht habt, die euch darauf eingelassen habt und die Freude daran haben, sich wieder mit allem zu verbinden, damit wieder mehr Liebe und Frieden in der Welt sein kann. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal werden wir mal schauen, wie das Channeling, was ihr da geschrieben habt, wie wir das unterscheiden können, ob es wirklich von hohen Ebenen ist. Also bis dann, von Herzen alles Liebe, eure Christina.